Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch wieder bei Uncharted The Lost Legacy. Ich bin der Lautschmer, jawohl. Und wir sind wieder an einer Art Ruine, Tempelgedöns. Und die wollen wir jetzt untersuchen, weil die haben wir ja auch auf unserer Karte verzeichnet. Deswegen wollen wir mal schauen. Vielleicht wartet Gesellschaft auf uns. Interessantes Kreismotiv. Wie die Scheibe. Das ist definitiv die richtige Stelle. Ah ja. Kommst du? Verstanden. Oh, da brauchen wir definitiv wieder die Seilwinde. So. Jawohl. So, auf geht's. Wir haben in der letzten Episode alle Münzen gesammelt, die wir brauchen, um wahrscheinlich die Geheimtür aufzumachen. Und wir wollen natürlich auch gucken, was hinter der Geheimtür ist. Und wir wollen auch gucken, was hinter dieser Tür ist. Komm. Lass uns reingehen. Was war das denn für ein Gebäude? Schwer zu sagen. Ja. Eine Festung? Sieht nicht wie ein Tempel aus. Das alles wollen wir aber direkt machen in dieser Folge. Also bleibt dran, bleibt dabei, um zu erfahren, was sich hinter dieser tollen Tür verbirgt. Und... Toll, endlich raus aus dem Drecksloch. Oh Gott. Ich hab befürchtet, der Boss sei ein Schwätzer. Hey, wer ist da? Fuck. Ihr wollt oh fuck. Nicht, dass ich von hier unten schieße. Nein. Haben wir sie getroffen jetzt? Ich glaube. Alter. Komm. Geschafft. Alles okay. Haben die anderen bestimmt gehört. Kann man nichts machen. Komm schon. Ja, kann man nichts machen. Ist halt so, wie es ist, ne? So. Die nehmen wir uns mal. Oh Gott. Da kommen die anderen. Was? Och nö. Hä? Mama, wir müssen... Ah, hier weiter. Okay. Dann hoch. Wo ist denn... Oh, fuck, das ist nicht gut. Wir müssen gucken, dass wir schnellstmöglich hier hochkommen. Ha! So. Komm. Nur fliegen ist schöner. Sehr schön. Oh Gott. Oh Gott. Du ahnst es nicht. Alles in Ordnung. Waren bestimmt nicht die Letzten. Es war ein großer Laster da draußen. Wir halten die Augen offen. Alter. Meine Fresse. Da ging uns... Außerdem zählt nur, wer es beendet. Nicht wer anfängt. Da ging uns ganz schön die Arschklammer. Was ist das? Ein Schrein? Glaube ich nicht. Da hängen keine Gottheiten rum. Suchen wir einen Weg nach oben. Genau, suchen wir einen Weg nach oben. Ja. Mir nach. Ja. So. Und weiter geht's. Krabbeln, hüpfen, klettern. Whatever. So. Ich sehe oh, fuck. Sie sehen uns nicht. Nicht gut. Diesen Umständen. Sie sind da nix. Oh mein Gott. Was zum? Oh Gott. Oh shit, sie sehen uns. Ja, toll. Wow, was haben wir da für eine nice Weapon? Im Schuss. Nicht schlecht, oder? Oh Gott. Gott. Schnell in Deckung. In Deckung. Ach, geschafft. Oh, krass. Geil. Das wollte ich gerade sagen. Ein Mechanismus. Perfekt.
sollte funktionieren. Das sollte, ja, und das tut's auch. So, dann gehen wir mal weiter. Alter Schwede. Oh, warte mal. Hier war wieder was. Super. Oh. Ja, wenigstens bist du drüben. Ah, toll. Siehst du einen anderen Weg rüber? Vielen Dank auch, Nadine. Oder stehen. Bleib stehen. Ah! So. Gott. Was ein Stress. Verzeihung, bitte. Alles gut bei dir? Alles gut. Alles gut. Alles wunderbar. Es könnte mir nicht besser gehen. So. Okay, da geht es wohl nicht rein. Nee, definitiv nicht. Komm mal an der Seite vorbei. Ah, ja. Ah, da bist du. Macht's Spaß? Immer. Macht immer Spaß. Ah, fast da. In schwindelerregenden Höhen zu klettern. So. Geschafft. Beeindruckend. Danke, komm schon. So, dann schauen wir doch mal. Na, sieh mal an. Um was wetten wir? Sag ich ja, eine Art Schlüssel. Eins mit Stern für dich. Mal sehen, was passiert. Was ist das? Ein uraltes Häuserler-Puzzle? Häuserler. Ah ja, okay. Mama. Natürlich. Ich mache einen Bogen. Muss das so? Nee. Aber wir müssen mal gucken. Das muss anscheinend so arrangiert werden. Nee. Das war schon richtig, ne? Ja. Das war schon richtig, aber da müssen wir noch... Ah ja, alles klar. Sieh dir das an, Parashurama. Und jetzt? Jetzt drehen wir diese Kurbel und schauen, was passiert. Ist das sicher? Du weißt schon, dass Schatzsuchen nichts für Angsthasen ist, oder? Söldnerin sein auch nicht. Mit dem Unterschied, dass ich weiß, was passiert, wenn ich den Stift aus einer Granate ziehe. Auf meine Art macht's mehr Spaß. Ayo, Parashurama. Ich hab gleich gedacht, der kommt mir bekannt vor. Parashurama, klar, logisch. Hast du das gehört? Spürst du das? Mhm. Wow. Racer, sieh mal. Unglaublich. An der Seite des Berges ist ein riesiges Relief eingemeißelt. Und du dachtest, wir drehen an dieser Kurbel und gehen drauf. Gut, dass ich eine Archäologentochter dabei habe. War bestimmt eine tolle Kindheit, was? Ja, meistens schon. Ich hab viel gelernt. Das reichte Häuserler war sein Steckenpferd. Hat ihn aber viel Zeit gekostet. Also, ich will an der Schatzjagd ein bisschen was verdienen. Na klar. Ich riskiere mein Leben auch nicht umsonst. Das glaube ich dir. Wie eine Armee anzuführen, was? Eine große Verantwortung. Liegt mir im Blut. Ist die Firma meines Vaters. Er ging in Rente, ich rückte nach. Familienbetrieb? Hm. Hab's total versaut. Aber das weißt du ja. Hab gehört, du stehst den Drake-Brüdern sehr nah. Ja, naja. Heben wir das Thema für ein andermal auf. Also, wohin jetzt? Da ist das Vor mit dem Dreizack über den Wasserfällen. Und dann das Vor im Berg mit der Axt. Schätze, ich hätte nach den Drakes fragen sollen, bevor ich den Job annahm. Da gibt's nicht viel zu sagen. Nate kenne ich ziemlich gut. Sam weniger. Er ist irgendwie einfach so aufgetaucht. Suchen wir einen Weg nach unten zum Auto. Klingt gut. So, ich glaube, wir gehen da mal lang. Ah, okay, vielleicht auch nicht.
Nee, wir gehen da nicht lang. Oder? Vielleicht doch. Ich glaube, wir müssen einfach nur darüber springen. Und dann. Ja. Ah, jetzt ist sie offen. Was? Jetzt ist sie offen? Ah, okay. Alles klar. Uah. Ja, ja, ja. Oh, oh Gott. So. Alles klar, da ist wieder unser Fahrzeug. Wunderbar. Also, so. Wasserfälle und Gebirge. Check. Also dann, los geht's. Oh, da ist noch eine Kiste. Wollen wir? Kisten klar. Wollen wir natürlich aufmachen. Ist ja logisch. Komm. Na. So. Jawohl, sehr gut. Ja, nehmen wir mit. Okay, so. Alles klar, jetzt gucken wir gleich mal wieder auf die Karte. Nichts wie raus hier. So, hier sind wir richtig. Okay, jetzt könnten wir eigentlich da zum Dreizack fahren. Ja. Ja, genau. Hey, nur dass das klar ist. Nathan Drake ist kein Thema mehr. Mach dir seinetwegen keine Sorgen. Ich hatte meine Bedenken. Warum hast du mein Angebot angenommen? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Vor allem, wenn alle nur darauf warten, dass ich scheitere. Das kenne ich. Aber andererseits... Es gibt ein andererseits? Naja, wenn die Leute nichts erwarten, ist es viel einfacher, sie zu überraschen. Meiner Meinung nach ist dieses Geschäft alleine schon schwer genug. Man muss alle Möglichkeiten ausnutzen. Hast du immer allein gearbeitet? Meistens. Wie alt warst du, als du anfingst? Jung. Hab schnell gelernt, dass man die Leute glauben lassen muss, es geht nach ihnen. Und dann die Oberhand gewinnen. Das ist mir zu subtil. Mir war die direkte Art immer lieb. Tja, jeder wie er kann. Ja, okay, da kommen wir auf jeden Fall dahin, wo wir hinwollen. Ah ja. Genau. Da müssen wir durch. Dann da hoch. Dann müssten wir bald schon wieder an der nächsten Ruine sein oder Tempel. Könnte das da vorne sein? Wir checken das nochmal. Ja, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. So, mal gucken, ob wir da irgendwie hochkommen. Wow, oh Gott, oh Gott. Na komm schon. Wir waren doch schon fast drauf. Oh, nochmal mit Schmackes. Jawohl. So, jetzt noch mal gucken. Gut, wir stehen schon fast drauf. Okay, ja. Na komm. Dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht. Ja. Ah ja, alles klar. So, hier kriegen wir auf jeden Fall. Oh fuck. Nee. Mach mal. Komm mal da lang. Irgendwo. Ah, sieht so aus. Und es sieht gut aus. Okay. Ich glaube, Asafs Männer sind auch dort. Schau mal doch mal. Schau, es ist Ganeshas Dreizack. Passt zum Symbol im Turm. Ja. Ganesha. Ganeshas Dreizack. Und die Tore sind auch schon offen. Oh Gott. Noch nicht. Warten auf Cobra. Ja, wir versuchen jetzt mal stealth-mäßig voranzugehen. Oh Gott. Ja, das war's schon wieder. Oder? Fuck. Ja.
Lass uns da entdecken. So, jetzt müssen wir wieder da hoch. Oh Gott. Nein! Oh. Oh, da ist wieder einer. Oh Gott, fuck. Oh je. Sehr gut. So. Oh je. Hä? Das sind verdammt viele. Oh Mann. Alter Schwede. Man glaubt's ja nicht. So, ist jetzt endlich mal Ruhe? Ich hoffe es doch. So. Dann schauen wir doch mal, was wir hier machen müssen. Ah, die Waffe nehmen wir uns mal. Okay, ich denke, wir sind jetzt wirklich hier alleine. So. Okay, also momentan weiß ich noch nicht, was wir hier machen sollen. Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt war mal hier. Und da vorne ist wieder... Oh, da ist wieder einer. Siehst du, da ist doch noch einer. Aber den kriegen wir gewuppt. Stealth echt nicht. Ja, siehst du. Sehr schön. Ah, guck mal da. Alles sauber. Okay, so nicht. So auch nicht. Wie geht das wohl? Was denn? Sah aus wie ein Knopf. Ja, ich wollte, dass du auch mal was zu tun hast. Alles klar. Oh, hier haben wir wieder was. Was ist das? Das klingt gut. Das klingt verdammt gut. Der Speicher hat sich gerade umgekehrt. So, jetzt müssen wir nur noch die anderen finden. Aber da ist auch wieder einer. Und was ist mit dir? Nummer zwei. Ah, da ist auch wieder eine. Hier ist noch eins. Drei sind erledigt. Drei sind erledigt. Wie viel brauchen wir eigentlich? Keine Ahnung. Aber mal, da oben ist auch, glaube ich, noch eins. Muss ich nur noch hochkommen. Irgendwie. Da kann ich hoch. So. Aber irgendwo war es. Ah, da. Hab dich. Nur noch eins. Nur noch eins. Definitiv. Aber das wird... Moment. Habe ich es da nicht schon gesehen? Ja. Das war da drüben. Komme ich da irgendwie hin? Ja. Auf dem Elefanten war es. Ha. Zu guter Letzt. Ja, sollte reichen. Okay. Oh. Zurück zu dem großen Rad. Dem großes Radding. Wie auch immer der archäologische Ausdruck dafür ist. Großes Radding passt. Da war das große Radding, das wir aktivieren müssen. So. Alright. Du hast es geschafft. Ob ich das hab. Ach komm schon.
Wir müssen wohl drunter durch. Ja. Sieht so aus. Definitiv müsst ihr drunter durch. Macht euch mal ein bisschen dreckig, Mädels. So. Alright. Okay, dann gehen wir hier mal weiter. Ah, ja. Also dann, schätze, das hier soll aussehen wie ein Dreizack. Oh gut Gott. Geraten. Aber mal Dreizack. Aber mal, das könnte oben sein. Nee. Aber das passt, glaube ich. Oh Gott. Oh, das hier ist noch schwerer. Finster? Ich glaube so. Ey, so passt's doch schon. Willst du mich verarschen? Dann so halt. Ja, perfekt. Das ist Ganisha. Hallo, Sir. Gut, drehen wir das Wasser auf. Ganisha? Was, wenn es diesmal anders ist? Vielleicht kommt Feuer oder so. Du verarschst mich doch. Aber sowas von... Ne? Komm. Jawohl. Geschafft? Was? Ich bin enttäuscht, dass es kein Feuer ist. Noch ein Wasserfall. Ja, das macht 2 von 3. Sie haben sich echt ins Zeug gelegt, um den Zahn zu verstecken. Tja, der Stoßzahn war das Symbol der Überlegenheit der Häusaler. Er repräsentierte ihren Reichtum und ihre Macht. Eine nette Trophäe für die Perser. Ja. Mein Dad dachte immer, dass der Stoßzahn noch eine größere Bedeutung hätte. Warte. Dein Dad war hinter dem Stoßzahn her? Oh, mein Dad war davon besessen. Er verbrachte Tag und Nacht mit seinen Forschungen. Unser ganzes Geld verschwendet für sinnlose Expeditionen. Kommt mir bekannt vor. Und was wurde daraus? Keine Ahnung. Er hat mich und meine Mom weggeschickt, meinte, es wäre nicht mehr sicher. Und so gingen wir nach Australien. Und jetzt stehe ich hier. Direkt am Rand von Halebit. Irgendwie... ziemlich witzig. Letzter Halt. Das Fort da in diesem Berg. Das wird das mit der Axt sein. Jawohl. Was deine Herkunft angeht. Ja. Fraser klingt nicht besonders indisch. Meine Mutter hieß so. So. Okay. Ja, jetzt haben wir da vorne noch die Axt, wo wir noch besuchen müssen. Und dann dürften wir alles soweit haben, dass wir das große Tor öffnen können. Aber wir wollen ja auch noch zu dem anderen Teil, wo quasi wir alle Münzen gesammelt haben. Ich habe ja eigentlich gesagt, das machen wir in dieser Episode, aber das machen wir dann halt in der nächsten. Ja, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann könnt ihr gerne mal ein Like da lassen oder schreibt mal was in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Uncharted The Lost Legacy. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.